Ein herzliches Grüß Gott und willkommen bei Servus Ritschno. Ciao. Heute begeben wir uns mit Ihnen auf die Suche nach Rezeptraritäten, die in einem grenzüberschreitenden Kochbuch zusammengefasst werden sollen. Und wir sind zu Gast im Prévorier in der Nähe von Celje. Dort finden Sprachferien am Bauernhof statt, die die Kinder mit allen Sinnen erleben. Vom Melken der Kühe bis zum Füttern der Dammhirsche gehört dort alles zum Unterricht. Freizeitangebote in den Sommerferien gibt es wie Sand am Meer. Aber nur wenige bieten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das Leben am Bauernhof hautnah zu erleben. Die internationalen Sprachferien in Prévorier im Süden der Region Steiermark ermöglichen den Teilnehmern, die Besonderheiten der Landwirtschaft kennen und schätzen zu lernen und dabei teils unbewusst und spielerisch Fremdsprachen zu erwerben. Jeder Tag beginnt mit einem neuen Abenteuer. Die Arbeiten auf dem Bauernhof werden nicht nur vorgeführt, jeder Einzelne kann sie auch ausprobieren. Es geht vor allem darum, dass Stadtkinder das Leben auf dem Land kennenlernen, dass sie die Natur erleben, andere Kinder treffen, nicht nur aus Slowenien, sondern auch aus anderen Ländern. Zurzeit sind gerade die Kinder slowenischer Auswanderer aus Australien hier, die die Schönheit ihrer Heimat genießen und Tiere kennenlernen, die sie noch nie im Leben gesehen haben. Nur die wenigsten hatten bisher eine Vorstellung, wie zum Beispiel Wollsocken gemacht werden. Wie anstrengend die Arbeit mit der Sense sein kann, oder? Wie lange man melken muss, um der Kuh ein wenig Milch zu entlocken. Auf dem Heimweg trafen die Kinder sogar den bekannten Räuber Gusei, den Robin Hood von Kosciuszko, der sich jahrelang vor den K&K-Gendarmen erfolgreich versteckte. Wir lernen auch Englisch, indem wir mit den Kindern aus Australien Englisch reden. Ich kann nicht gut Slowenisch, aber es wird besser mit Hilfe der slowenisch sprechenden Kinder. Einige Wörter gleichen fast dem Englischen, dennoch ist der Unterschied groß. Ich verstehe die Kinder, wenn sie zu mir sprechen, mir Fragen stellen oder sich bedanken. Die Sprachferien in Kosciuszko sind sogar in der Nacht ein unvergessliches Erlebnis.